Scheiße. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Also, Video, Aromatest, freundlicherweise dieses Mal zur Verfügung gestellt von OWL-Dämpfer. Und das Erdbeer-Vanille-Waffel, das habe ich schon mal vorgestellt. Und da habe ich schon mal gesagt, das ist ein sehr gutes Liquid. Und dieses Mal habe ich mir jetzt echt die Mühe gemacht. Das sind verschiedene Verdampfer zum Dampfer. Immer hier in meinem Tröpfler, in meinem iJoy Captain 100W, meiner Wismec Relais Gen 3 mit dem Manta oben drauf, meiner Wismec Relais Gen 3 Dual mit dem Zeus Dual oben drauf, JoyTech Ewig Primo Mini mit dem Crown 3 oben drauf. Und ihr habt jetzt echt festgestellt, in alle drei Verdampfer schmeckt es tatsächlich anders. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal ganz klassisch mit dem Tröpfler an. Oh, der Autofokus. Ganz klassisch mit dem Tröpfler. Das heißt, ich tröpfle da jetzt was drauf. Und dann werdet ihr von mir jetzt wahrscheinlich mehrere verschiedene Aussagen kriegen, weil das Liquid tatsächlich in verschiedene Dämpfer unterschiedlich schmeckt. Da haben wir im Tröpfler, da schmecke ich ganz klar die Waffel raus, die Erdbeernote leicht im Hintergrund und Vanille. Vanille geht eigentlich mehr oder weniger verloren. Das schmeckt mir aber richtig gut. Dann dampfen wir das jetzt auf dem Manta mit, oh, das ist ja der Guide, 60 Watt und 0,28 Ohm oder 0,28 Ohm. Und da ist jetzt ja, der Geschmack sogar relativ gut ausgeglichen. Also ich schmecke die Waffel raus, ich schmecke die Erdbeere raus und ich schmecke Vanille raus. Also da schmeckt mir auf jeden Fall das raus, was drin sein soll. Aber rein geschmacklich ist das da it the hit. Dann probieren wir das jetzt mal im Zeus Dual. Auf der Relais Gen 3 Dual. Da kommt jetzt der Geschmack auf jeden Fall schon mal viel besser raus. Die Erdbeer schmeckt mir ein bisschen mehr. Die Waffel ist jetzt wieder ein bisschen mehr im Hintergrund. Und Vanille schmeckt mir ganz, ganz leicht raus. So, und bei dem Aroma ist tatsächlich mein Favorit der Crown 3. Da schmeckt mir das Liquid echt am besten. Ich dampfe da jetzt mit 60 Watt und mit den 04er Kantal Coils.
Da ist die Erdbeere ganz, ganz klar im Vordergrund. Dann schmeckt man noch Vanille mit raus. Und die Waffel, die ist eigentlich. Die Waffel ist so gut wie weg. Aber da kommt halt die Erdbeere auf jeden Fall richtig gut raus. Am besten schmeckt es mir eigentlich aber tatsächlich nur im Tröpfler. Obwohl ich eigentlich normal gar kein Waffelfreund bin. So, haben wir nochmal frisch was drauftröpfelt. Bin eigentlich nicht so der Waffelfreund, aber im Tröpfler kann man halt die Waffel echt richtig, richtig gut rausschmecken. Die Erdbeere leichter im Hintergrund und die Vanille ist eigentlich fast nicht wahrnehmbar. Ja, also so haben jetzt auf jeden Fall ein Liquid und ich kann sagen, ich kann das in verschiedene Dampfer, in verschiedene Verdampfer mit verschiedenen Geschmacksrichtungen eigentlich genießen und kann mir das dann nachher raussuchen, wie ich es denn gern hätte. Wenn jetzt jemand nur den Crown hat, dann kann er mit Sicherheit den Effekt auch erzielen, wenn er den Coil dann wechselt. Aber so intensiv wie hier die Erdbeere rauskommt, kommt sie in keinem anderen Verdampfer raus. Aber im Gesamten kann man auf jeden Fall sagen, das Erdbeer-Vanille-Waffel, das ist richtig lecker. Da bin ich echt froh, dass OWL mir das zugeschickt hat, weil das gefällt mir richtig gut. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe das von OWL tatsächlich zur Verfügung gestellt kriegt. Also, aber nicht gekoppelt an Meinungsbildung oder sonst was. Der, wo man das glaubt, der soll einfach mal eins von meinen älteren Videos angucken, wo ich das Erdbeer-Vanille-Waffel nur selber gekauft habe. Und da habe ich genau das gleiche gesagt. Bloß da habe ich jetzt mir nicht den Aufwand gemacht und habe das in vier verschiedene Geräte probiert. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann lasst ein Abo da und aktiviert auch die Glocke. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.